Die Hand hat er ja raus. Ach, siehst du, das ist alles schön bloß angelehnt. Oh, hat er aber einen ganz langen Ritt gemacht jetzt. Ja. Oh, das sieht ja nach Verband aus, ne? Ja. Ja. Und noch eingetragen, wie er sagte. Sogar eingetragen, ja. Mein lieber Scholli. Das ist ja schon mal eine stolze Sache. Da, ja, da ist ja, hat ja richtig TÜV und alles. Ist ja heutzutage fast unmöglich. Also das Eintragen. Ziemlich schwierig, ja, ziemlich schwierig, aber manche packen es doch noch. Ja. Und wenn man ja jemanden hat, als Prüfer, der sich ein bisschen ins Zeug legt und auch Bock drauf hat, der kriegt das schon hin. Also es ist ja nicht von einem anderen Planeten, es ist ja trotzdem alles irgendwo existierende Technik. Ne? Aber deshalb sind die ja so begehrt, wenn einer zum Verkauf steht, mit so einer Eintragung. Die Eintragungen sind ja das ist der Goldstaub. Das ist ja der Goldstaub. Ja. Ob das Auto rundherum mal schlecht ist, spielt keine Rolle. Das kann man aufbauen. Aber die Eintragungen sind ja Goldstaub. Nee, schönes Teil, du. Hier siehst du auch die stolze 1. Da siehst du auch, dass das Auto mal bei Audi vom Band gerollt ist. In Zwickau. Wo? Auf dem DKW. Hier, das ist eine 1. Ach so, und Audi war damals der Alpensieger 1913/14 und die haben also diese stolze 1 auf der Kühlerverschraubung gehabt. Mhm. Nummer 1 auf der Weltkugel stehend und die 1 ist immer noch beim Trabant. Also die Geschichte könnt ihr ruhig mal weiter verbreiten. Nee, ich gebe dir mal das Mikro. Ja. Hast du einen Zündschlüssel einstecken? Ja. Bestimmt. Das wäre ja die absolute Krönung. Moment. Ich habe vorhin schon in Verband gehört. War ein cooles Teil, da klang vorne wie Wartburg und hinten wie Trabi am Auspuff. Ja? Und es gibt ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Ja. Ja. Sag mal starten. Du siehst gut aus, starte mal bitte. Ja. Das habe ich den guten Mann auch noch vom Grill weggelotst. Ja. Und die Oh. Also richtig sauber. Der klingt ja wirklich noch sachter als in Wartburg. 353. Ja, viele sagen, er klingt wie Barkas. Ja, vom Volumen ein bisschen wie ein B1000. Mhm. Ja. Hast du recht. Ja, das ist ganz klar, dass du da eine Eintragung gekriegt hast. Also das gönne ich dir. Ja, mit elektronischer Wasserpumpe. Das macht sich wirklich besser. Ja, ja. Also das ist wohl nach wie vor das Problem bei den Zweitakter-Motoren, dass die Kühlung nicht funktioniert hat so richtig. Also ich möchte überhaupt als Laie, der Tank musste raus. Dann kann die Luft besser weg. Dann hast du ein bisschen mehr Platz, dass das hier abziehen kann. Ne? Aber das wollte ich nicht. Und dann, was ist euer Original? Dann müsstest du auch noch einen Wärmetauscher machen. Und das wirklich, das nimmt dann Ausmaße an. Aber so hast du das gut hingekriegt. Und wenn der nicht kocht, dann ist doch alles gut. Ja, läuft. Macht richtig Spaß. Klingt sauber. Ja. Da hab schönen Dank, dass ich dich vom Grill hier abgelotst habe und du mir aber trotzdem freundlicherweise den Sound gezeigt hast. Dankeschön. Ja, bitte.